irgendjemand von der FPÖ, da war einmal das Thema Herbert Kickl, beides Kärntner, glaube ich, gleiche Schule, gleiche Klasse, irgendwas war doch einmal sehr ident. Wir haben uns geküsst, ja. Ja, aber geküsst? Ja. Geht das Auto mit Küssen? Weiß ich gar nicht. Ja. Ja? Ja. Mhm. Nee, was jetzt? Ja, ja. Ja. Aber da waren wir ganz jung. Wie alt? 14. Nein, verjährt hallo? Nicht, das verjährt das nicht. Das war schön. Was war das? Das war meine, meine... Die erste Liebe? Nein, das war meine Geburtstagsfeier. Aha, so Flaschen drehen. Ja, genau. Das ist ja ein Kärntner Sitten, den ich gar nicht kenne. Das ist gut, oder? Dass sie kennen das Flaschen drehen, oder? Ja, schon. Der Flaschen drehen schon, aber Eva Klawischnik küsst Herbert Kickl, hätte ich nicht so viele andere Überschriften, wäre das jetzt die Überschrift für heute. Nein, bitte, bitte nein, nicht. Mach ich nicht, keine Frage. Aber wäre sich das privat ausgegangen, wenn ihr politisch gesprochen hättet? Ich glaube irgendwie schon auch, weil ich schätze ihn auch irgendwie als intelligenten Menschen. Ja? Mhm. Und hätten wir uns irgendwie auf einer Ebene wieder verstanden, aber haben wir nicht. Haben wir nie. Ja. Ihr habt es nie privat geredet? Nein. Nur geküsst? Das war, wie ich 14 war. Nochmal. Ja, ich weiß schon. Das haben wir eh alles auf Band. 14 ja, Jahre, ja, ich weiß. Aber Flaschen drehen mit Herbert Kickl finde ich lustig. Aber sozusagen dieses Problem, dass man natürlich auch als politische Spitzenrepräsentantin ja immer einen Stempel hat, das ja. wird sich ja durchgezogen hat, auch ja, ja. durch andere Personen. Ja, wir haben dann irgendwann nicht mehr miteinander reden können. Hm. Ja. Gut. Damit war das Küssen auch vorbei. Ja, ist so. Bitte nicht nein, mehr aber, erwähnen. Nein, ich werde das nicht das mehr erwähnen. Pubertätsprobleme, aber abgesehen davon, es muss möglich sein. Aber dass das Menschen ist 40 Jahre her. Das ist Respekt, keine Frage. Aber es muss möglich sein, dass Menschen auch unterschiedlicher ideologischer, politischer Ansicht miteinander Beziehungen haben. Gut.